Für Pflegedienstleiterin Heidrun Weiland war am vergangenen Mittwoch ein ganz besonderer Tag. Nach 46 Dienstjahren sollte jetzt ihr wohlverdienter Ruhestand beginnen. Wie geht es einem da? Fahren da die Gefühle nicht manchmal Achterbahn? Nach 46 Jahren, die ich hier im Klinikum tätig bin, denke ich mal, und 24 Jahre in der Leitungsfunktion als Pflegedienstleiterin, denke ich, mit einem lachenden, einem weinenden Auge, bisschen traurig schon, aber ich freue mich jetzt auch auf meinen wohlverdienten Ruhestand. Mein Mann ist schon 3 Jahre zu Hause und ich denke mal, es wird jetzt die Zeit danach, wird auch noch eine sehr schöne Zeit. Es wird ein neuer Lebensabschnitt. Eigentlich wollte sie Kindergärtnerin werden, hat sich dann aber doch für den Beruf der Kinderkrankenschwester entschieden. Eine gute Entscheidung. In den 46 Jahren gab es natürlich viele Höhen und Tiefen. Was war ihr so in Erinnerung geblieben? Naja, die vielen schönen Dinge sind natürlich die Arbeit mit den Mitarbeitern gemeinsam gewesen, viele Probleme gemeinsam gelöst. Was sind weniger schöne Dinge? Sie sind in dem Moment nicht schön, weniger schön, aber es wurden ja Abteilungen geschlossen, wenn ich an das Krankenhaus Laura denke. Wir mussten die Mitarbeiter alle in Naumburg unterbringen. Die Kinderklinik hat sich verkleinert. Da gibt es nur noch eine Station jetzt am Klinikum hier. Auch die Mitarbeiter sind alle untergekommen. Wir haben das immer gemeinsam gelöst. Das sind dann schon manchmal so, wo man tagelang grübelt, wie geht das jetzt weiter und wie machst du das, wie organisierst du das, um den Mitarbeitern irgendwo gerecht zu werden und auf den Mitarbeiter wieder einen guten Arbeitsplatz zuzufügen. Die große Anzahl von Kollegen und Menschen, die Sie im Laufe Ihres Berufslebens schätzen gelernt haben, waren zur Verabschiedung gekommen. Und das hat ihr gezeigt, wie überaus beliebt und anerkannt sie hier in der Klinik war und natürlich immer noch ist. Das wurde auch in den Ansprachen bzw. Dankesworten von Klinikgeschäftsführer Lars Frohn, Pflegedirektorin Ursula Seeger, dem ärztlichen Direktor Dr. Bernd Lobenstein und von Götz Ulrich als Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.